Natürlich. Auf zur Tempest. Jetzt sehen wir wieder mal die Startanimation, die wir nicht abbrechen können. Galaxiekarte, jawohl. Vetra wollte, dass Sie sie aufsuchen, sobald Sie Zeit haben. Vetra, okay. Anomalie auf den Sensoren. Ah ja. Das ist ja dieselbe noch wie vorher. Wo muss ich denn über Ghost-Storm-Technologie in Tempest integrieren, um anderen Pathfindern zu helfen? Gut, vielleicht muss ich da gar nicht zur Karte, ich muss einmal eine Technologie integrieren. Dazu ist das Ziel natürlich da in meinem eigenen Schiff. Zur Verfügung, Pathfinder. Ghost Storm Technologie. Die Ghost Storm Technologie ist jetzt vollständig erforscht, Pathfinder. Ausgezeichnet, dann sind wir bereit für unseren Vorstoß auf Meridian. Ich berufe sofort eine Besprechung ein. Naja, dann machen wir das. Das ist da oben. Die VidCon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Jawohl. Auf zum Meeting. Crew-Meeting einberufen. Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung, aber wir wissen, dass sie sich irren. Die Aktivierung der Gewölbe reicht nicht. Wir brauchen noch das Herzstück. Nur um das klarzustellen, Sie widersetzen sich einem direkten Befehl? Es ist meine Aufgabe, uns nach Hause zu führen, und genau das tue ich, mit oder ohne Erlaubnis. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghost Storm Technologie ins Spiel. Ist doch so, oder Raker? Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Cat ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall genug. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Cat mitkriegen. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen. Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexus schon zuhören. Das klingt doch nach einem soliden Plan. Raker, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute, es ist soweit. Legen wir los. Nach Ki Tassira im Zivki-System reisen. Jetzt muss ich zu meiner Navigationskonsole. Fachbuchse gesehen? Die, bei denen geladenes Element Zero ausläuft? Haben Sie so eine mit aufs Schiff gebracht? Nein, natürlich nicht. Ich habe drei. Ich hoffe, die Salarianer finden sich auf der Nexus zurecht. Wir sind nach Andromeda gekommen, um unseren Beitrag zu leisten. Das lassen wir uns von den Cat nicht nehmen. Ich empfange etwas. Ja, eine Anomalie, ich weiß es. So. Pytheas, Ericsson, da sind die Handys gebaut worden früher. Zivki. Da sind wir. Zivki. In Zivki-System. Wenn die Informationen des Archons stimmen, ist das hier das System. Meridian müsste hier irgendwo sein. Nähern uns. Kurs sieht gut aus. Das überspringe ich jetzt nicht. Das ist neues Gebiet. Das möchte ich sehen. Schön, dass man immer neue Sachen überspringen kann, aber die alten, die man schon tausendmal gesehen hat, nicht? Wow. Das ist es. Das ist Meridian.
Oder Key Tessera, wie die Cat es nennen. Sieht aus wie eine gigantische Raumstation. Ausstiegszone. Na gut. Wir brechen auf zur Mission. Jetzt ist die Frage, gut, Bewaffnung passt eh, aber die Frage ist, wem nehmen wir mit? Wem nehmen wir mit? Sie ist eine fähige Kämpferin, aber genauso eine gute Pathfinderin. Wenn mir was passiert, muss es auf jeden Fall weitergehen. Das heißt, wir werden die Cora auf jeden Fall nicht mitnehmen. Die brauchen wir, falls wir sterben, dass sie als Pathfinderin das Ganze zu Ende bringt. Obwohl das Spiel dann wahrscheinlich eh aus ist, wenn ich stirb. Aber trotzdem, wir spielen es ja so, als würden wir die Entscheidung basierend auf richtigen Entscheidungen treffen und richtigen Fakten. Das heißt, die Cora ist eigentlich vorgesehen gewesen vom Vater, irgendwann einmal als Pathfinder nachzufolgen. Sie hat die Ausbildung. Ja, der Scott liegt auf der Bridge im Lazarett. Das heißt, der ist uns eh nicht viel hilfreich. Wir müssen also die einzig Fähigste, die den Job machen kann, nicht mitnehmen ins Gefecht. So. Wählen. Die Cora nehmen wir nicht mit. Die Vetra ist eine Söldnerin. Und der Charles ist Widerstandskämpfer. Wir nehmen einmal die Vetra mit. Und den Truck. Der ist Kämpfer. Der kann auf jeden Fall nicht schaden. Gut. Wir werden einmal so gehen und hoffen, dass wir einmal weiterkommen. So in der Konstellation. Ich aktiviere Ghost Storm auf mein Zeichen. 3, 2, jetzt. Feindliche Signatur entdeckt. Verfolgung aufnehmen. Breaker, es funktioniert. Ein Haufen Cats sind unterwegs. Wir ziehen uns zurück. Jetzt sind sie dran, Tempest. Wir sollten sie so nah wie möglich daran bringen. Die Werte sind enorm. Vielleicht eine Art Kontrollzentrum. Ich sehe keine Landestelle. Das wird schwierig. Wie schwierig? Ryder, ein Vorbeiflug ist unsere einzige Wahl. Ich gehe so tief wie möglich, aber Sie müssen über dem Zielgebiet aussteigen. Kein Problem, ich bin schon so oft irgendwo rausgefallen. Ja, ich habe von Ihrem freien Fall auf Habitat 7 gehört. Liam meinte, Sie hätten die ganze Zeit geschrien. Könnten Sie das diesmal sein lassen? Das ist nämlich peinlich. Ja, die Oberpussy. Okay, Sie kennen das. Achten Sie auf Ihre Sinkrate. Den Rest erledigen die Schilde. Der hat sich schon angeschissen, wie wir die Verbindung zum Archon aufgebaut haben. Es sieht gut aus. Die Cat haben uns noch nicht entdeckt. Was sich allerdings definitiv ändern wird, sobald wir da hineinfliegen. Die Tempest kann ein paar Treffer wegstecken. Ja, ein paar. Ein paar. Betonung liegt auf Paar, sprich zwei, nicht einige. Zum Wollen, hör mal auf, wunderbar. Das haben wir auch gefixt im Patch. Na, das ist ja herrlich. Sieh ich das jetzt richtig? Na, die Vetra nicht. Ich bin zwar alt, aber mein Panzer ist ja auch nicht ziemlich hart. Okay, beim Landen hatten sie ihn auf. Schaut. Und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Es gibt hier in der Nähe einige aktive Leitungen. Ihr Scanner müsste sie orten können. Ja. Mal schauen, rufen den Scanner. Die Cats sind wirklich versessen auf dieses Zeug. Ja, sie versuchen verzweifelt irgendwie daraus schlau zu werden. So, die gingen da her. Na toll. Wir hätten uns von der Tempest da drüben absetzen lassen sollen. Oh. Da geht kein Weg um mehr, oder? Shit. Bosch ist nicht gut. Was machen wir jetzt? Wie kommen wir denn da um? Also so.
kriegen wir nicht hin. Das ist viel zu wenig. Wo geht's denn da links und rechts runter? Nein, nein! Warnung, Sie verlassen das Missionsgebiet, aber nicht absichtlich. Ich habe zu spät gebremst, sorry. So, wie komme ich denn da jetzt rüber? Na, erst. Die macht immer nur einen Schritt. Shit. Ich bin im Moment ein bisschen fraglos. Mit den Boosterdüsen komme ich da nicht rüber. Das geht sich nie und nimmer aus. Da ist eigentlich nichts, was uns irgendwie hilft. Oh, da ist eine Konsole. Ah, okay. Pathfinder, ich bin bei der Interaktion mit dieser Konsole auf ein komplexes Netzwerk gestoßen, das durch eine Kommandozentrale verbunden ist. Eine Zentrale? Soll das heißen, wir haben das Kontrollzentrum von Meridian gefunden? Höchstwahrscheinlich. Es ist allerdings inaktiv. So, jetzt war's dann da. Lassen Sie uns sehen, was es mit Meridian auf sich hat. Zuerst sollten wir das Zentrum finden. Die Leitung ging da unten lang. Pathfinder, was wir dort sehen, ist die Kommandozentrale, die ich entdeckt hatte. Genau wie bei den Monolithen und Gewölben ist auch die Zentrale mit den beiden benachbarten Türmen verbunden. Wenn wir also die Türme aktivieren, aktivieren wir dadurch auch die Kommandozentrale. Wollen wir die Mission abändern und Meridian einfach jetzt gleich aktivieren? Kann es vielleicht sein, dass Sie die Cat vergessen haben? Wir haben erlebt, dass bei der Aktivierung eines Gewölbes auch ein Reinigungsfeld aktiviert wurde. Vielleicht ist es in Meridian ja ähnlich. Sehen wir uns mal an, was wir bei diesen Türmen so finden. Pathfinder, durch die Interaktion mit dieser Konsole wurde ein Gravitationsschacht aktiviert. Ein Gravitationsschacht wurde aktiviert. Naja, dann benutzt man ihn. Sehen Sie sich das an. Pathfinder, ich empfange Funkinterferenzen. Ein Cat-Signal. Alarm! Das Signal war nur ein Köder. Keter Zero wurde infiltriert. An alle Einheiten. Konzentriert euch darauf, den Pathfinder unschädlich zu machen und gefangen zu nehmen. Ihr wollt Ryder? Dann müsst ihr Arschlöcher erst an uns vorbei. An uns beißt ihr euch die Zähne aus. Cat über uns! Wir sind völlig ungeschützt! Ihr seid nicht ungeschützt, ihr habt ja Miano. Warte mal, der kommt von da außen. Treten Sie nicht in den Schlamm! Habe ich gerade gemerkt. Habe ich sehr schnell gemerkt. Habe ich gerade gemerkt und jetzt passt noch mal da. Achtung! Sie bekommen Verstärkung! Oh shit! Nicht da reingehen. Wohin jetzt? Warte mal, zuerst muss ich den plündern, den Kollegen da. Okay, die Kommandozentrale. Als erstes sollten wir uns aber vermutlich diese beiden anderen Türme ansehen.
Diese beiden anderen Türme, da geht's links und rechts auf. Achso, warte mal, er erinnert mich an Scannen. G. Was pfeifst du? Ich habe da noch gar nichts gefunden. Wie lange haben die Cat hier wohl gehaucht? Lange. Sam, was denkst du? Ich erfasse heftige Wirbel aus Geißelenergie. An ihrer Stelle würde ich mich davon fernhalten, Pathfinder. Na gut, dann gehen wir mal da rauf. Haben es sich hier gemütlich Seien Sie vorsichtig. Durch den Regen ist es hier ziemlich glatt. Also das war ja das Tragischste, wenn ich da bei dieser Mission stirb, weil es mir auf die Nudel haut. Feindliche Shuttle im Anflug. Wieder einmal. Die geben nicht auf. Wo müssen wir denn da hin? Irgendwo? Wow. Ui, da. Nein. Das muss besser werden. Sag dir mal schon, er ist der Nächste. Weiter so. Wenn wir sie aufschalten, gehört uns Meridian. Alter, wo ist denn der Große jetzt hin? Der hat sich aufgelöst. Das ist ein Labyrinth hier. Sind Sie sicher, dass wir hier noch nicht waren? Kommen wir denn hin? Irgendwo zeigt er. Uran. Okay, das nehmen wir noch mit. Zum Glück haben wir ein antiradioaktives Sackerl mit. Beobachter. Wieder schauen. Du brauchst doch nicht beobachten. So. Weiter hinauf. Au! Muss besser werden! Munition niedrig, ja, hab's befürchtet. Ein paar rote Punkte sind da noch vor uns. Na, da unten flüchten sie ja schon. Ups. Das ist ziemlich viel Kettausrüstung. Anscheinend haben sie hier ein Lager aufgeschlagen. Munition. Du musst einstecken, du hast nichts. Das ist ganz schön viel Feuerkraft! Ich erfasse funktionsfähige Relikttechnologie. Wir könnten sie gegen die Cap einsetzen. Brauchst du gar nicht durch die Gegend kotzen? Scheiße!
Ja, lass noch kommen. Mal kurz. Hoffentlich hat das wehgetan, Arschloch. Ja, genau. Mir hat das weh da. Ich glaube, das war erstmal der letzte. Ja, vor allem war schön, wenn wieder aber irgendwo Munition liegen würde. Da drüben ist Muni. So. Wonderful. Gleich nachladen. Andere genauso. So. Und eine Konsole. Bin unterwegs. Da haben wir ja auch noch Munition. Da können wir ja auch noch aufpäppeln. Haben wir alles. Gut. Dann machen wir ein Sesam, öffne dich und schauen, was uns da dahinter erwartet.